500 Euro mehr monatlich an Rente. Ist das möglich? Ja, meine Damen und Herren, die Zurechnungszeit macht das möglich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Die Statistiken der deutschen Rentenversicherung geben uns immer einen Blick darauf, wie sich gesetzliche Renten entwickeln. Unter anderem auch die Erwerbsminderungsrente oder die Rente wegen Erwerbsminderung. Und hier gibt es hochinteressante statistische Erhebungen. So hat sich der Rentenanspruch chronisch Kranker durch eine Verlängerung der Zurechnungszeit im Schnitt um 12 Entgeltpunkte erhöht. Das heißt also, die Rente wegen Erwerbsminderung wird durch die Zurechnungszeit finanziell aufgewertet. Ich komme gleich dazu, was dahinter steckt. Im Kern geht es wirklich darum, ich habe das dann auch mal ausgerechnet, dass es echt fast 500 Euro sind, genau 495 Euro und ein paar Äpfelstückchen, die man durch diese mehr als 12 Entgeltpunkte an Zurechnungszeit, die sie aus der Verlängerung der Zurechnungszeit ergeben oder aus der Zurechnungszeit generell ergeben, hier mehr an Rente bekommt. Ja, also die Höhe ihrer gesetzlichen Rente oder ihrer gesetzlichen Rentenansprüche endet praktisch an dem Tag, wo sie erwerbsgemindert sind oder an dem Tag, wo die Erwerbsminderung eintritt, hört sozusagen ihr Verdienst auf und dann haben sie bis dahin Rentenansprüche erworben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden praktisch aus den bis dahin erdienten Rentenansprüchen eine Erwerbsminderungsrente bekommen. Sie haben 15 Jahre gearbeitet und kriegen dann eine EM-Rente von 500 Euro. Das würde ja hinten und vorne zum Leben nicht reichen, meine Damen und Herren. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, okay, ab dem Tag des Eintritts der Erwerbsminderung bis zum Beginn der Regelaltersgrenze, die praktisch für das Jahr des Beginns der EM-Rente nach den Tabellenwerten des § 253a SGB VI ausgerechnet wurde, bekommst du, lieber Versicherter, eine Zurechnungszeit. So, und dann wird sozusagen durch die Zurechnungszeit die Rente erhöht, indem man für jeden Kalendermonat der Zurechnungszeit einen bestimmten Entgeltpunktewert dazu schreibt. Ja, und das summiert man und dann gibt es sozusagen ein Batzen an entsprechenden Entgeltpunkten. Und das ist im Schnitt in den letzten Jahren bei 12,6 Entgeltpunkten. Das heißt also, die Zurechnungszeiten, also diese Bewertung dieser entsprechenden Zeit mit Entgeltpunkten, die liegt im Schnitt bei allen EM-Rentnerinnen und EM-Rentnern in Deutschland bei 12,6 Entgeltpunkten. Das heißt, diese Leute bekommen, wenn ich die 12,6 Entgeltpunkte mal 39,32 Euro, das ist der neue Rentenwert ab 1.7.2024, multipliziere, dann komme ich auf 495 Euro und ein paar Äpfelstückchen an Rentenwert nur alleine für diese Zurechnungszeit. Und deshalb kann ich nur eins sagen, ja, das ist wirklich ein gutes Ergebnis. Die Zurechnungszeit erhöht die EM-Rente. Ohne diese Zurechnungszeit wäre die EM-Rente schon alleine aus diesem Grund eine absolute Hungerrente und würde Altersarmut oder Armut in Größenordnung produzieren. Ja, meine Damen und Herren, was auch sehr erfreulich ist, muss man auch mal wirklich sagen, 164.000 EM-Rentnerinnen und EM-Rentner haben im Jahr 2023 rund 1.001 Euro EM-Rente ausgezahlt bekommen. Das sind fast 50 Euro mehr als im Jahr 2022. Woran liegt das? Natürlich, der Beginn einer EM-Rente im Jahr 2023 wirft eine höhere oder eine längere Zurechnungszeit aus als die entsprechende Zurechnungszeit bei einem Beginn für das Jahr 2022. Ja, das ist natürlich klar, da können wir uns darüber freuen, dass es wirklich so ist. Wenn man sich aber die Gesamtzahl die Durchschnittszahl der ausgezahlten EM-Rente an sich anschaut mit 1.000 Euro, ist es natürlich wirklich, ja, lächerlich gering. Es ist auch schon fast in Grenze
einer Armutsrente im Durchschnitt. Aber wir müssen auch sagen, es ist immer wieder eine individuelle Geschichte. Das heißt also, der eine EM-Rentner, der vor dem Beginn seiner Erwerbsminderung gut verdient hat, der kriegt eine hohe EM-Rente mit der Zurechnungszeit. Und die Leute, die leider schlecht verdient haben, die keine hohen Durchschnittsentgelte haben oder die keine hohen Entgelte haben, die bekommen auch mit der Zurechnungszeit leider auch geringe EM-Renten. Also ich kenne selber persönlich viele EM-Rentnerinnen und EM-Rentner, die auch mit ihrer EM-Rente zur Grundsicherung gehen müssen. Und dann gibt es natürlich eine schmerzhafte Sache, und das ist etwas, was also schon unerträglich ist. Das ist der Abschlag in der EM-Rente bis 10,8%, und der macht im Schnitt 112 Euro Rentenminderung bei allen EM-Rentnerinnen und EM-Rentnern ab 2001 aus. Auch dazu hatten wir ja schon mal entsprechende Beiträge und Videos veröffentlicht, wie da die Tendenz war. Ja, meine Damen und Herren, aber es ist tatsächlich so, im statistischen Durchschnitt bekommen EM-Rentnerinnen und EM-Rentner über die Zurechnungszeit 500 Euro mehr Rente, als wenn es die Zurechnungszeit nicht geben würde. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf dem Beitrag auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.